Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz anlässlich unseres Meisterschaftsspiels des letzten dieser laufenden Saison gegen den MSV Duisburg. Zu meiner Rechten begrüße ich Oliver Reck, Trainer unserer Gäste, zu meiner Linken unseren Chefcoach Norbert Meyer, und das Wort geht wie immer zunächst an den Gast. Bitte sehr. Ja, erstmal mein Glückwunsch an Fortuna Düsseldorf für das Erreichen der Relegation. Zum Spiel möchte ich sagen, dass war klar im Vorfeld, das ist ein sehr emotionales Spiel, das ist ein Derby. Für Fortuna ging es um unwahrscheinlich viel heute in diesem Spiel, um die Relegation zu erreichen. Und ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment heute machen. Aber nicht nur heute, in den ganzen Wochen davor. So ein kleines Resümee ziehen, dass es wirklich eine sehr, sehr gute Leistung war. Ich denke, dass wir gerade im Ballbesitz unwahrscheinlich stark agiert haben, dass wir sehr ballsicher agiert haben, dass wir von der ersten Minute an immer wieder probiert haben, auch nach vorne zu spielen, zu kombinieren und uns Torchancen rauszuarbeiten. Ich denke, es war eine sehr anspruchsvolle Leistung von meiner Mannschaft. Dafür nochmal vielen Dank. Es ist immer so, klar, wenn man dann in Rückstand gerät und auch in Unterzahl gerät, dann muss man natürlich viel investieren in so ein Spiel. Das haben wir getan. Wir haben alles probiert, trotzdem in Rückstand, in Unterzahl nach vorne zu agieren. Das war, denke ich, eine sehr eindrucksvolle Leistung. Und schade, ich hätte dieses Spiel gerne über 90 Minuten 11 gegen 11 erlebt. Dann wäre es noch ein bisschen dramatischer geworden, kann ich mir vorstellen. Trotzdem, Norbert, alles Gute für diese zwei Relegationsspiele. Muss leider parteiisch sein, muss gleich ein bisschen härter die Daumen drücken. Trotzdem wünsche ich alles Gute für diese zwei Spiele. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Jahr wieder. Vielleicht. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an den Trainer des MSV Duisburg? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort an unseren Coach. Bitte sehr, Norbert Meyer. Ja, Olli, erstmal vielen Dank für die Wünsche. Ich hoffe auch, dass wir beide uns wiedersehen, aber dann in der Fußballschule auf Mallorca. ja, es war natürlich ein dramatisches Spiel, aber das ist ja Fortuna-like. Da wird uns nichts geschenkt. Das ist nie einfach. Aber Kompliment an die Mannschaft. Wir sind in einem ganz entscheidenden Spiel gegen eine sehr selbstbewusste Duisburger Mannschaft früh in Rückstand geraten. Das kann natürlich noch viel mehr zu einer Blockade führen. Wir haben das nicht nur egalisieren, sondern auch drehen können. Dann gab es die gelb-rote Karte. Die Duisburger haben weiter versucht, nach vorne zu spielen. Dann gab es diesen Freistoß, abgefälscht, 2-2. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich immer wieder alles probiert, um das letztendliche 3-2, ich glaube dann auch den Knockout für Duisburg zu erzielen, das ist uns nicht gelungen. Und dann kommt natürlich irgendwann mal die Phase, und das auch menschlich auf dem Feld, dass die Spieler auch anfangen zu denken, hoffentlich ist dieses Spiel bald vorbei und es passiert nichts mehr. Das ist was völlig Normales, das ist absolut menschlich. Aber ich denke, es ist auch viel Ballast abgefallen von der Mannschaft, weil das war das, was wir uns vorgenommen haben nach dem Verlauf der Saison. Aber das ist auch das, was man nicht von Beginn der Serie an erwarten durfte. Das ist schon außergewöhnlich, was die Truppe insgesamt, auch wenn die Rückrunde jetzt nicht so für jedermann so präsent war und auch so erfolgreich war, das haben wir genauso gesehen. Da sind wir auch völlig ehrlich. Aber trotz alledem, wir sind dran geblieben. Die Mannschaft hat entscheidende Punkte geholt, die vonnöten waren. Und wenn du nach 34 Spieltagen auf diesem Relegationsplatz stehst, dann hast du dir diese beiden Spiele auch verdient. Und wir werden diese Bonusveranstaltung mit sehr viel Freude und sehr viel Begeisterung antreten. Aber wie gesagt, Kompliment an die Mannschaft, die natürlich auch unter dieser Anspannung gelitten hat. Das hat man auch oben gesehen. Da ist nicht irgendeiner da in das Entmüdungsbecken gesprungen, was wir nicht haben. Sondern da war auch erstmal viel bedacht, sich hinsetzen, runterkommen. Aber das ist schön, und ich denke auch für die Fans schön, dass sie zwei weitere Spiele zu sehen bekommen. Das ist etwas Wunderbares, auch die Unterstützung heute wieder von den Rängen. Ich denke, beide Mannschaften sind von ihren Fans hervorragend unterstützt worden. Die Duisburger waren ein sehr unbequemer und auch sehr guter Gegner. Man kann schon eine absolute Entwicklung auch beim MSV sehen. Das ist nicht von ungefähr gekommen, dass man, Olli, verbessere mich, die letzten 8 oder 9 Spiele ungeschlagen geblieben ist. Dementsprechend war es für uns ein ganz schweres Spiel heute. Danke. Norbert Meyer, vielen Dank. Gibt es Fragen an unseren Coach? Ja, bitte sehr. Herr Meyer, wie sehen Sie jetzt die Situation in der Relegation? Ist Hertha der Favorit oder glauben Sie, ist es offen?
Norbert Meyer wird nach der gefragt nach der Favoritenrolle. Da können Sie mich nächste Woche nachfragen. Heute nicht. Heute haben wir hier Duisburg bespielt und das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Da müssen wir erstmal runterkommen und Sie können mich immer anrufen. Aber wenn Sie sagen, das ist eine Bonusveranstaltung, dann klingt es so, als hätte Ihre Mannschaft da zumindest nichts zu verlieren. Das ist die Frage nach der Bonusveranstaltung, ob die Mannschaft nichts zu verlieren habe. Wenn Sie sich mal die bisherigen Relegationsspiele angucken, dann hat es das, glaube ich, nur ein einziges Mal gegeben, dass der Zweitligist den Erstligisten rauskegeln konnte. Und das müsste mal Nürnberg gegen Cottbus gewesen sein, wenn mich da nicht alles täuscht. Ich bin informiert. Aber das heißt ja nichts. Aber wie gesagt, Sie wollen was hören. Rufen Sie mich an. Ne? Bonusveranstaltung heißt, es ist sensationell, was diese Truppe geleistet hat. Ne? Das ist für uns eine sehr, sehr anstrengende Saison gewesen, weil unsere Mannschaft immer am Limit ihrer Möglichkeiten spielen muss. Ne? Und Sie sehen, was ist bei Fortuna in den letzten Jahren mal einfach gewesen. Ne? Das sind wir gewohnt, dass das alles ein bisschen schwerer ist als schwer. Und deswegen freuen wir uns einfach darauf und werden natürlich versuchen, unsere Möglichkeiten wahrzunehmen. Das ist doch klar. Das sind zwei Spiele. Müssen sehen, dass wir ein Hotel kriegen da in Berlin. Das ist gar nicht so einfach, weil Samstag Pokal ins Spiel ist. Vielleicht schon morgen losfahren, damit wir rechtzeitig ankommen. Weitere Fragen? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann kommen wir zu den übrigen Ergebnissen. Der Karlsruher SC schlägt Eintracht Frankfurt mit 1:0. Erzgebirge Aue schlägt VfL Bochum mit 2:1. Hansa Rostock und die Spielvereinigung Greuther Fürth trennen sich 2:2. Der TSV 1860 München unterliegt Alemannia Aachen mit 1:2. FC Energie Cottbus gegen 1. FC Union Berlin 2:1. FC St. Pauli schlägt den SC Paderborn mit 4:0. Eintracht Braunschweig besiegt den FC Ingolstadt 0-4 mit 3:1. Und FSV Frankfurt und die SG Dynamo Dresden trennen sich 1:1. Die Saison findet für uns, wie jetzt mehrfach angesprochen, also noch eine Fortsetzung mit den beiden Spielen der Relegation am Donnerstag um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen den 16. der ersten Bundesliga Hertha BSC. Hier in der Esprit Arena Dienstagabend des 15. Mai, gleicher Gegner, gleiche Uhrzeit. Und natürlich hoffen wir alle, dass die Fortuna nach 5.463 Tagen dann wieder in die erste Bundesliga zurückkehrt. Modalitäten über den Vorverkauf zu dem Spiel hier entnehmen Sie bitte der Homepage unter www.f95.de. Unser Dank gilt aber jetzt schon dem unermüdlichen Einsatz unserer Sponsoren und der Zuschauer. Auch hier konnte wie so einige Male in dieser Saison ein neuer Rekord aufgestellt werden. Insgesamt sahen mehr als 542.000 Zuschauer die Heimspiele der Fortuna, das sind im Schnitt knapp 32.000. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und freue mich auf ein Wiedersehen, hoffentlich am Dienstag in einer Woche zum Spiel in der Relegation. Vielen Dank. Tschüss. Costa. Schön, dass du wieder da bist. Ich finde es auch schön. 5.300.